das folgende Gespann uns zu berichten hat. Große Konzentration, Bühne in Ruhe, Bühne frei. Ich habe ein bisschen erbet. Was hast du vor? Ich will mein Bretter am Zaun ein bisschen streichen. Du kannst mir gerade helfen, fahr ewig und ein Benzel, den ich da anstelle. Karl, das schaffst du auch alle. Ich und mein Alte haben auch noch Benzel erbet. Gestern, Karl, du hast den Schorsch mit seinem Hund Gassi gegangen. Der hat mir erzählt, du aus auf dem Acker vernascht Ella dein Fräh, Karl. Jo, nicht so schlimm, Toni. Ich war dort. Das war jo gar nicht mein Acker. Wann du heimkommst und dein Frau liegt im Bett mit einer anderen. Was ich denn machen will? Ein den Kerl, den ich zum Fenster rausdrehte. Und den weißen Stock gleich hinten hoch. Was für ein weißer Stock, halt? Ei, das kann nur blinde Gewässer sein. Die ist jetzt gerade wo 16 Jahre und wollt eine Taschenlampe. Ja, was wollten die mit der Taschenlampe? Hab ich sie abgedruckt. Sagt sie, wir werden halt Nacht im Park ein bisschen knutschen. Das ist die Jugend von Heid. Jawohl, hab ich gesagt. Wir haben früher abgeknutscht im Dunkeln, ohne Taschenlampe. Sag die ganz frech zu, Ma. Ajo, so sieht der Papa raus. Mein Enkel, 5. Klasse. Ich geh schon von der Schule hergekommen. Hab ich ihn gefragt, hat alles geklappt in der Schule? Hat er gesagt, Opa, wir haben müssen Satzbilder mit immerhin. Herr, dein Klär ist schon nicht auf Gosch gefallen. Aber ein Satz mit immerhin, das ist nicht so einfach. Hat er gesagt, gestern hat meine Mutter die Nachbarin verhauen. Ach, wie schrecklich, hat die Lehrerin gesagt. Aber Anton, was hat denn das mit immerhin zu tun? Sagt er, da ging mein Vater immerhin. Wenn du dich nicht rot hast, ich hab gesehen, deine Tomaten sind nicht rot. Hast du versucht, nackig durch den Garten zu laufen? Ajo, hab ich das schon versucht. Jetzt sind die Gurken 40 cm lang.
Gestern bin ich mit dem Bus von Edelkobbe auf Rotneber gefahren. Der Bus voll besetzt. Ich so zur älteren Frau mitgefahren, vor sich im Korb stehen und eine Deckhobbe drüber. Hätte ich gedacht, du setzt dich drauf, brauchst du nicht die ganze Strecke zu stehen. Du sagst die Oma zu mir, guter Mann, passen Sie auf, die Eier. Wie gesagt, Entschuldigung, haben Sie Eier drin? Sagt sie, nee, Stacheldraht. Herr, wo drin? Herr, das darf ich ja keine Sache. Wir waren gestern im Kino. Was ist gelaufen? Ich hab gesagt, Alter, heute gehen wir mal wieder ins Kino. Da läuft so ein Sexfilm. Ja, das steht mich auch interessiert. Wie heißt der? 100 neue Stellungen. Mein Alter war sofort begeistert. Und? Henna, ich wäre ein bisschen aufgefrischt. 100 neue Stellungen? Du bist doch bestimmt was hängen geblieben. Herr Mauf, das war ein Film vom Arbeitsamt. Zu allem Elend hat mein Alte noch die Leib belästigt. Der ist unter den Stiel rumgekrabbelt. Hat er was verloren? Jo, sei Kaugummi. Hab ich gesagt, nimm da doch ein neues. Sagt er, an dem Alten hängt doch noch mein Gebiss dran. Herr Lokal, glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Sicher, ich bin dafür überzeugt. Und da klebst du, ich hätte mal Aldi geheiratet, wenn ich zwei Mohi geguckt hätte. Hast du gehört von deinen zwei Lehrlingen vom Kind? Was haben die angestellt? Morgens auf der Arbeit hat der Gesell zu denen gesagt. Wenn das gehört, ihr zwei, der Chef hat die Sekretärin geschwängert. Hat der Ell zum Anna gesagt, was ist denn das eigentlich, geschwängert? Hat der Anna gesagt, ah, ein Dreckserbe kann das nicht sein, sonst hätten wir es wieder machen müssen. Jetzt nur unter uns, ganz diskret. Dein Alter hat mir schon länger erzählt, bei euch da läuft nichts mehr. Jo, schon lang wie mir, bei dem Schlappschwanz. Ich hätte ein Mittelchen, das könntest du mir heimlich wohl ins Getränk mischen. Und das hilft? Was ist denn das? Das ist so eine klare Flüssigkeit. Du bist mir vor 14 Tagen die Uhr reingefallen. Die steht heute noch. Stell dir vor, Karl, am Freitag noch Feierabend, hätte ich gedacht, gehst noch in die Metzgerei, nimmst du noch 4 Schnitzel mit für morgen Mittag. Wie ich bezahlt hab, liegen da 2 Widerlichte bei. Hab ich gesagt, die hab ich aber nicht bestellt. Sagt die Verkäuferin, wir haben heute neu eröffnet. Die gibt's kostenlos dazu. Die sind zur Einführung. Hab ich gesagt, oh gut, dass sie mir das sagen. Die hätte ich jetzt glatt gegessen.
Herr Toni, weißt du, was im Horst am Sonntag in der Kirche passiert ist? Nee, erzähl. Der ist mit blauer Ach aus der Kirche. Was? Wie das? Als wir grad beim Bete waren und an der Stellakume sind, erlöse uns vor dem Bösen, ne? Da hat er seine Schwiegermutter angeguckt. So ist es passiert. Beim Pappe wollte ich so als Haushaltshilfe schaffen. Und? Hat's geklappt? Nee, nee. Ach, so geht's ja auch nicht. Als der mir sein Zimmer gezeigt hat, hing da ein Spruch überm Bett. Der Herr kommt stündlich. Nee. Ich mal gedenkt, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Anna Hopp, in diesem Sinne, zu dir, bye bye, zu euch, vorbei! Jahresorden von uns, guck mal, ja? Ihr hält's näher wie mir. So, zu erwähnen ist, dass die Rechtkunde Lara ihrem Opa geschrieben worden ist, der 6 Jahre lang im Alter da in der Bütenstalle war. Ich freue mich auf nächste Woche und auch noch auf viele weitere gemeinsame Auftritte. In diesem Sinne, auf euch ein dreifach kräftiges Froh! 3, 2, 3!